Ja, ein herzliches Willkommen zurück zum Let's Play U-Boot. Wir sind noch nicht ganz im Operationsgebiet. Ich hatte ja letztes Mal gesagt, dass wir auf dem Weg sind, einen Freund zu retten. Ja, aber seht ihr den da? Der ist uns gerade so von den Bug gefahren. Und ja, okay, das sind ja waren jetzt irgendwie eine Viertelstunde, wo ich einen Abstecher machen konnte. Wir sind noch gar nicht so besonders weit gefahren seit dem letzten Mal. Das ist irgendwie nur eine halbe, dreiviertel Stunde gewesen, als mir dann der 1O Rauchzeichen meldete. Ich habe jetzt alle Offiziere an Deck geholt. Das heißt sowohl den Kapitän als auch den 1O, um uns mal Kurs auf dieses Ding zu setzen. Weil, wenn man ihn mal anschaut, er behauptet von sich selber, ein Schweizer zu sein. Und das möchte ich doch mal stark bezweifeln, wenn er auf Großbritannien zuhält. Deswegen werden wir da schön mal drauf zuhalten auf die Kiste. Und er darf dann aufstoppen. So, für uns. Und ich will hoffen, dass er das jetzt auch tut. Denn sonst kachel ich ihn gleich in ihn rein. Miese kleine Sau. Er stoppt halt gar nicht, ne? Er stoppt halt gar nicht. Es ist halt nicht zu fassen. Er stoppt wirklich nicht. Deshalb kann man seine Kiste anhalten. Ist ja auch selten, dass man so nah an so einem Frachter vorbeikommt, ne? Aber gerade sehe ich das nicht ein. Mal schauen, wenn ich jetzt meine Maschine abschalte, aber dann auch anhält. Ich weiß nicht genau, wie das im Spiel geregelt ist, aber normalerweise. Zürich-Frachter. Senden Sie ein Prisenkommando. So, ich möchte ein Prisenkommando senden, auf jeden Fall. Und folgendes möchte ich machen. Den Max Leis, der kommt mit. So. Der Max Leis hat die Knarre. Dann kommt natürlich Michael Knott mit, nur um festzustellen, beziehungsweise um die Kiste sprengen zu können. So. Und dann haben wir noch den Horst Weber, können wir noch mitnehmen. Einfach so, weil es geht. Viele Leute und ab geht's. Rüber da. So. Fragt der Captain auf Deutsch, ohne Höflichkeit auszutauschen. Blablabla. Ist ein neutrales Schiff? Fragen Sie den Kapitän an Frachtpapieren. Oh, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, ob ich jemanden dabei habe, der sich mit Frachtpapieren auskennt. Sieht nervös aus, als den Inhalt der Dokumente genau prüfen. Ja. Da. Nach Hafen von Rotterdam befördert wird. Er scheint recht zu haben. Er scheint recht zu haben. Irgendwie glaube ich dem das nicht. Ich hab vergessen den, ich hätte den Kapitän mitnehmen sollen. Ich wollte dem ersten Offizier die Erfahrung gönnen, an Bord zu gehen, um den ersten Offizier ein bisschen auszubilden. War aber eine scheiß Idee. Ich hätte den Kapitän mitnehmen sollen, weil der dieses Navigationsperk hat. Ja, dann durchsuch ihn mal. Ich glaube, die Kiste ist fake, weil er nicht auf Rotterdam zufährt. Er fährt nämlich in 60 Grad, fährt er nämlich, oder was weiß ich, wie viel das jetzt sind, fährt er nämlich auf Großbritannien zu. So da, er will da auf die britischen Inseln zu. Würde er auf Rotterdam zu fahren, dann müsste er einen Kurs tiefer als 90 Grad haben. Dann müsste er den Punkt hier unten ansteuern. Und das ist. So müsste sein Kurs dann verlaufen. Also das passt überhaupt nicht. Er fährt auf gar keinen Fall, fährt er nach Rotterdam. So. Auf gar keinen Fall fährt er nach Rotterdam. Das kannst du mir nicht erzählen, dass der nach Rotterdam will. Fahre mit dem Boot mal ein bisschen günstiger in Position. Ich überlege, ob ich hier trotzdem sprengen soll, auf gut Glück oder nicht. Weil man sieht ja, dass der einen Kurs auf Großbritannien hat. Warum soll ich ihn noch großartig was fragen? Selbst wenn das Befragen jetzt scheiße gelaufen ist,
Anzeige der transportierten Güter, Autoreifen, schön. Selbst wenn das Befragen jetzt scheiße gelaufen ist, Tatsache ist, er hat den Kurs. Er hat einen Kurs nach Großbritannien. Nö. Befehlen Sie die Evakuierung. Sichtlich verärgert über das Ergebnis. Nee, die Kiste ist Fritte. So. Tut mir leid, aber die Kiste ist Fritte. Ich sehe, wenn er den entsprechenden Kurs dafür hätte, dann hätte ich jetzt gesagt, okay, Deal, du bist vielleicht wirklich so einer. Aber gerade muss ich leider annehmen, dass es einfach ein getarnter Engländer ist, der unter Schweizer Flagge fährt. Also er steuert definitiv einen feindlichen Hafen an und deswegen, oh, tschüss. So, wie steht denn hier schon wieder das Wasser? Macht keiner außer ich mal die Lenzpumpe an? Das gibt's ja gar nicht. So. Warte mal. Oh, ich kann gar nichts vertauschen, ne? Habe ich irgendwas, was ich jetzt tauschen kann? Kapitän. Nee, weil ich will nämlich einmal diese Dingselladung am besten. Dann sollen die erstmal nach Hause kommen, die Jungs, glaube ich. Weißt du was? Dann kehren wir erstmal. Sollen die erstmal zum Boot zurückkehren? Das ist erstmal egal. So. Dann kann. Der Kapitän geht kurz an die Karte. Dann sortieren wir das Ganze mal ein bisschen um. Genau so. Weil die Kiste ist ja jetzt Fritte. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall noch einmal an Bord, um uns eine Ladung Autoreifen zu besorgen. So fürs Geld und so. Und danach ist die Kiste Fritte. Ganz einfach. Und danach fahren wir weiter. So, ihr steigt alle ein, ne, Jungs? Genau, einer nach dem anderen. Komm schon. Ich glaube, ich habe im ganzen Spiel noch nie einen legalen schweizerischen Frachter gesehen. Noch nie. Die hatten immer irgendeinen Kurs, der irgendwie, was weiß ich, wohin führte. Und auf jeden Fall dann Richtung doof gedreht hat. Also, weiß ich nicht. Ihr dürft das gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch schon mal ein Frachter begegnet ist, der auch dann tatsächlich ein neutraler Frachter war. Also ein Frachter mit schweizerischer Flagge, der auch tatsächlich ein neutraler Frachter war. So, das ist mir für Argentinien ist mir das, glaube ich, schon mal passiert, dass das so stattgefunden hat. Aber warte mal. Er ruft jetzt den anderen. Hä? Wie kriege ich denn? Kann ich das umpacken? Nee. Kann ich den Kaffee nicht einlagern bei mir? Ich wollte den Kaffee drüben in dem Schrank einlagern. Das ist irgendwie doof. Ich kann ihn nur trinken jetzt. Aber ich will ihn gar nicht trinken. Ich will ihn eigentlich einlagern. Ich muss ihn aber trinken, sonst ist der Offizier blockiert. Okay. Ist scheiße, aber mach's jetzt gerade nichts dran. Dann hat auch gerade gar nichts gebracht, den Kaffee zu trinken. Er ist immer noch gelb. Unten in der Auster. Okay. Glaube, dann ist mir das gerade egal. Dann schicken wir gleich den Kapitän rüber. Ja, dann schicken wir den Kapitän. Schick ich den Kapitän rüber, genau. So, Zürich-Frachter. Von mir aus Zürich heißen so lange wie er will. Max Leis, ja, der ist am Pennen, das ist klar. Dann geht der Kapitän rüber. Dann geht der Sprengmeister rüber. Und dann, wen könnte man noch? Soll der Horst Weber nochmal rüber gehen? Genau. Transportgüter ansehen und pack mir mal so eine Ladung Autoreifen da rein. Genau. So, einmal verladen, Dankeschön. Ich glaube, das war dann auch schon, ne? So, wir könnten die Bude eigentlich auch sprengen. Betreten Sie das Deckhaus, gehen Sie in den Maschinenraum und sprengen Sie den Maschinenraum. So, sind alle Offiziere wieder da? Ja, sind es. Gut. Dann müsste die Kiste jetzt eigentlich. Tschüss. Genau. Zu sprengen sein. Hervorragend.
Dann soll Konrad Otto mal die Dieselmaschine anwerfen. Der Captain geht so lange noch an die Karte. Ich mache einen kurzen Cut und wir sehen uns dann hoffentlich gleich im Patrouillengebiet wieder. Bis gleich mal. Okay, und noch eine Unterbrechung. Es ist überhaupt nicht zu fassen. Jetzt fahren mir die ganze Zeit irgendwelche Schiffe direkt vor den Bug, obwohl ich eigentlich jetzt langsam mal ein bisschen dringender zu meinem Kollegen nach vorne muss, um ihm dann zu helfen. Aber Olven, er fährt mir direkt vor die Schnauze. So, und das bedeutet AK drauf zu und die Kiste versenkt. Ganz, ganz easy. So, er funkt auch schon, ist uns gerade aber ein Stück egal. Er soll mal. Soll der 1BO da mal sich an die Knarre begeben? Weil das machen wir jetzt mit der Knarre auf jeden Fall. So, ein bisschen vorspulen. Es geht zack auf zack. Sofort wegmachen die Kiste. Komm. Wie früh haben wir eigentlich? 5.16 Uhr. Er hat auch gerade gefunkt. Das heißt, es wäre schön, wenn wir uns zeitnah verpissen könnten von hier. Bevor irgendwelche Flugzeuge angeschissen kommen. Da hinten ist noch irgendeine Rauchwolke, die uns jetzt eigentlich nicht interessieren soll. Weil wir nur schnell unser Operationsgebiet erreichen wollen eigentlich. Ja. Bam, so. Säufst du jetzt ab oder nicht? Gibt's gar nicht. Bumm. Oh krass, der geht ja. Der geht ja komplett hoch. Ich dachte, der geht nur hoch, wenn man dem so einen richtigen Torpedo verpasst, aber offensichtlich geht ja auch so hoch. Krass, okay. Ja. Olven, das war's dann wohl. Krass. Okay. Ja, Leute, das sowas habe ich natürlich nicht so ganz auf dem Plan, ne? Also, das war jetzt nicht so gedacht, dass ich so viele Schiffe hier finde auf einmal. Normalerweise findet man nie so viele Schiffe. Eine Funknachricht, Olven. Olven unter Beschuss, genau. Genau das war es, nämlich jetzt Olven unter Beschuss. So, genau, ich möchte einmal den Alarm abbrechen. Dann alle ins Bett schicken, die man gerade ins Bett schicken kann. Der Kapitän, der bleibt tatsächlich gerade noch mal ein bisschen am Uzo. Einfach um noch etwas mehr Ausschau zu halten, weil er hat ja gerade tatsächlich einen Hilferuf abgesetzt. Und wir müssen davon ausgehen, dass eventuell jetzt gleich Flugzeuge angeschissen kommen. Aus irgendeinem doofen Grund. Weil es ja schon 5.24 Uhr ist. Nach Möglichkeit fliegen die ja schon. Sonst nachts fliegen sie ja sonst nicht, aber eventuell dann eben doch. So, und damit mache ich nochmal einen Cut und hoffe, dass ich jetzt endlich pünktlich, noch einigermaßen pünktlich dort ankomme. Bis gleich. Also, für den Fall, dass ihr mal auf dieser Route fahren solltet, hier kommen einem nur Beuteschiffe entgegen. Ich bin im unteren Teil von BF 116 und mir kommt schon wieder ein Schiff entgegen. Also ich bin auf, was weiß ich, 100, nee, hier. Minus 100 Grad oder so fahre ich jetzt den Kurs. Da kommt mir schon wieder ein Schiff entgegen. Es ist einfach nicht zu fassen. Wir werden dem jetzt einfach so ein bisschen entgegenfahren. Und genau, nüt, nüt. Weil der wird ja nicht zu uns fahren,
ist ein portugiesischer Frachter, angeblich. Der ist am Arsch ein portugiesischer Frachter. Der ist doch am Arsch ein portugiesischer Frachter. Das Problem ist, was mache ich denn jetzt mit dem? Portugal. Aber er hat den Kurs auf Großbritannien. Weißt du was? Dann machen wir als Risiko und knallen den auch ab. Ist mir dann jetzt auch egal. Ich kann ihn ja nicht. Ich kann ihn ja nicht kontrollieren oder so. Ich kann ihn dann nicht kontrollieren. Ich kann ja gerade kein Prisenkommando hinschicken aus irgendeinem Grund. Deswegen ist das eben so. So, lass mich mal hoch. Knarre habe ich zwischendurch offscreen nachgeladen. Also, um ehrlich zu sein, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass wir so viele Beuteschiffe gerade auf dieser Route finden. So, lass mich mal da hoch. Ein Stück schneller, weil sonst ist der nämlich gleich schon weg. Lass mich da mal hin, genau. Es ist ein Tanker und er fährt nach Großbritannien. Muss ich nicht sagen, dass das wichtig ist. Werden wir dann nachher in der Endabrechnung sehen, ob das ein echtes Schiff ist, ein echter Portugiese war, dem wir damit auf die Füße getreten sind oder nicht. Gerade glaube ich, dass es einfach nur eine Kriegshandlung ist, die der da begeht. Bumm. So. Und da wird nochmal gespeichert. Ja, da fliegt die Kiste in die Luft. Hüllenbruch, sie sinken. Hervorragend. Eine War-Klasse. Ich habe noch nicht mal geguckt. Was für ein Kurs hatte. Ja, genau. Die Rettungsboote sind englisch. War auf jeden Fall ein englischer Frachter unter portugiesischer Flagge. Dankeschön. Hatten wir den richtigen Riecher. Dann fahren wir wieder mit Acker zurück auf unseren ursprünglichen Kurs. Und ich mache natürlich noch einen Cut, ne? So, weil ich möchte ja nach Möglichkeit in dieser Folge vielleicht noch mal irgendwie am Ziel ankommen. Bis gleich. Nochmal Knarre nach. Und der nächste Termin kommt auch direkt schon wieder. Diesmal ist es kein Frachter, sondern Flugzeuge am Start. Problem ist, wir haben gerade keine Zeit mehr, irgendwie stundenlang rumzutauchen und Zeit zu vergeuden. Deswegen werde ich jetzt AK durchfahren. Das Flugzeug wird jetzt gleich wahrscheinlich auf uns zukommen und versuchen, uns irgendwie die Hölle heiß zu machen. Aber damit die mir Hölle heiß machen, das ist so ein Ding, weil das ist ein Spiel für zwei. So, ihr habt alle den Befehl auf Flugzeuge abknallen. Und da geht's auch schon los. Ich hatte dem Offizier eigentlich zwei Sneakies gegeben. Wo sind die? Da kommen sie an. Blöder Idiot. Daneben, du Trottel. Wie sieht die Kiste jetzt eigentlich aus? Warte mal. Oh, die Kiste brennt. Okay. Ich glaube nicht, dass er noch mit nach Hause kommen wird. Du miese Sau. Er trifft aber echt gut, der 1BO. Klatsch. So. Flugzeug im Sack. Er trifft aber echt gut, der 1BO. Mit seinen drei anderen Leuten. Nice. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Ja, dann kann der 1BO eigentlich direkt nochmal. Nee. Will ich den an die. Will ich den an die Karte setzen? Nee, der kann eigentlich mal pennen. Kann der Captain an die Karte? Alarm abgebrochen, genau. Flugzeuge in Sicht, Flugzeuge in Sicht. Das kann man.
Inspektion erforderlich. U-Boot erfordert eine Spe In Inspektion auf versteckte Mängel. Ich werde das selber im Griff haben, beziehungsweise ich werde das selber mal schauen, wie das so ist. Was haben wir jetzt? Lenzpumpe 0,3 Kubikmeter. Mal schauen. Jetzt werden wir mal eine halbe Stunde vorspulen, um zu sehen, ob da irgendwie großartig was reinkommt. Nüt. So. Scheint da großartig was reinkommt? Nö. 0,1 Kubikmeter? Nö. Okay, also wir haben keine versteckten Mängel. Punkt. Er hat leider genau, oder beziehungsweise für ihn leider, für uns gut, hat er genau um uns rumgeschmissen. Seine Scheißbomben. So, ja, wisst ihr was? Dann mache ich jetzt keinen Cut mehr, sondern ich kachle einfach durch. Nüt, ich kachle einfach durch. Wir wechseln nur einmal schnell die Offiziere aus, damit die, die müde sind, auch pennen können. So, schwuppdiwupp. Eins, zwei, drei, vier Stunden und dann müssten wir auch vorne angekommen sein bei unserem Kameraden, der dann Hilfe braucht. Ich hoffe, ich kann ihm jetzt noch Hilfe bieten. Hoffe, ich habe noch genug Kram dabei. So. Das ist tatsächlich eine einigermaßen schöne Nacht. So, wo ist der Kollege jetzt? Der müsste theoretisch hier vorne irgendwo sein. Da vorne sehe ich irgendwas. Typ 7C, unbekanntes Schiff, das ist er. Das ist er, das ist er. Da haben wir ihn gerade. Verbleibende Zeit 12 Stunden, das ging ja nochmal gerade ebenso gut. Das ging ja nochmal gerade ebenso gut. Etwas näher da dran. So, hallo. Und damit sind wir dann zwei U-Boote direkt nebeneinander. Hervorragend. Eigentlich genau so, wie ich das wollte. Genau so, wie ich das wollte. Dann. Wie sieht denn die Kiste jetzt aus? Okay, er liegt so einfach so flach drin und tut gar nichts mehr. Das ist natürlich ein bisschen unlustig. Pass mal auf. Dann. Reden wir mal mit ihm. Senden Sie eine Delegation zu U295. Das U-Boot hat ein Notrufsignal gesendet. Laut empfangenem Funktelegramm benötigen Sie dringend Ersatzteile. Es wäre gut, dem Offizier vor dem Übersetzen Ersatzteile mitzugeben. Ersatzteile mitzugeben. Alles klar, Herr Kommissar. Also bei Max Leist, der soll mal mitgehen. Der geht aber mit einem Kampfhelm mit. Dann kann mir, hat der Horst Weber, hatte, nee, er hat nur einen Augenblick, gerade mal kurz. Und Weber, er haust, Horst Weber, aber er hat Ersatzteile, wenn ich den Horst Weber mitgebe, er hat Ersatzteile. Okay. Wenn er das so hat, dann dich und dich. Ich glaube, mehr brauchen wir ja gar nicht, ne? Oder? Brauchen wir die paar. Ein Kommandooffizier und ein Ingenieur. Fast nichts dabei reicht. So. Offizier Max Leist wurde vom Kommandanten empfangen. Nach den üblichen Gefälligkeiten bat der Kommandant recht schnell um die Ressourcen, die in der Funknachricht gebeten, Ersatzteil übergeben. Jawohl. Kommandant von U295 hat sich herzlich für die Hilfe bedankt, versprochen sie in seinem Bericht an das Oberkommando lobend zu erwähnen. Der sitzt schon am Schmausen im Hintergrund. Hervorragend. Ja, geil. Sehr, sehr gut. Wir unterstützen gerne. Nice. Hat der Max Leis jetzt mehr Erfahrung gekriegt gerade? Oh ja, er hat sogar recht viel Erfahrung gekriegt. Schön. Schön. Ja, das hat doch super funktioniert. So freut mich das. Und wisst ihr, was wir jetzt machen, meine Freunde?
Jetzt hauen wir in den Sack und suchen uns noch irgendwie ein Geleitzeug oder irgendwas, was wir mal offiziell sprengen können. So, außerdem bin ich die ganze Zeit mit AK durchgekachelt, das ist auch nicht so ganz geil. Ich glaube, dann möchte ich mich in Richtung BF 3437 begeben. So, um da unten irgendjemanden abzufangen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Ja, U295, Jungs, macht das gut, ne? Macht das gut. Lasst euch keine Halsbonbons in den Turm schmeißen. Das ist unlustig. Nüt, nüt, da machen sie sich auf. Ich glaube, gern nördliche Richtung, ne? Dann haben wir ein schönes, großes Gebiet abgedeckt. Mal sehen, was da sonst noch so alles passiert. Ja, was haben wir jetzt eigentlich die Uhr? Jetzt müssten wir fast schon wieder eine halbe Stunde haben, ne? Wisst ihr was? Einen kleinen Cut mache ich noch und dann melde ich mich wieder, falls ich mal wieder irgendwie ein Geleitzeug oder irgendwas Größeres zum Torpedieren gefunden habe. Einen Augenblick. Und da bin ich auch schon wieder. Ja, es sind 96 Kilometer vergangen, so circa seit der letzten Position. Dann haben wir hier jemanden gefunden, der offensichtlich mal einer Kontrolle bedarf. Heißt, dann werde ich nun einmal nach oben gehen und dann fahren wir da mal mit volle Gas hin. So. Heißt auch mal mit Dieselmaschine Vollgas, so, weil ich gerade eben auf E-Maschinen noch gefahren bin. Wir haben 3:33 Uhr nachts, hervorragend. Also bestes Wetter, um den wir gerade finden wollen, eigentlich zu verpassen, so. Aber da vorne dampft er, glaube ich, schon. Muss ich gerade mal gucken. Ja, da dampft er schon. Glaubt, da kann ich auch gleich die Fahrstufe schon ein bisschen reduzieren, weil der wird ja jetzt gleich automatisch aufkommen. Irgendwie. So. Da kommt er langsam in Sicht. Mein Freund, mein Freund. Was bist du für ein Gerät? Irgendein Frachter, eine Bell, glaube ich, ne? Ich glaube, es ist eine Bell. Wir schauen uns mal um, ob da irgendjemand in der Nähe ist oder nicht. Ich glaube nämlich gerade nicht. Unsere Leute sind einigermaßen ausgeruht, was auch sehr geil ist. So heißt, wir brauchen uns eigentlich nicht großartig zurückzuhalten, um hier irgendwas zu tun. Ich kann nur die Flagge gerade noch nicht erkennen, aber das wird sich ja gleich ausgehen. So, aber ich glaube, es ist tatsächlich ein feindlicher Frachter, oder? Oder was Portugiesisches. Angeblich Portugiesisches. Ja, es ist etwas. Ein angeblich portugiesischer Frachter soll es sein. Aber werden wir aber mal sehen, ob das jetzt funktioniert, ob das jetzt wirklich ein Portugiese ist oder nicht. Mein Freund. Das wage ich nämlich stark zu bezweifeln, dass du ein Portugiese bist. Wir nähern uns mal auf ihn zu. So, wir nähern uns mal auf ihn zu und dann möchte ich einmal direkt den Kurs ändern, drauf zu Klatsch Lugano. Bin ich sehr gespannt, ob das nun funktioniert oder nicht, aber ich werde auf jeden Fall jetzt die alle Offiziere rüber schicken, bewaffnet, wie wir das gerade eben auch schon gemacht haben. Du hältst jetzt an, ne?
So, mein Freund. Diesmal schicke ich beide Kommandooffiziere mit, weil gerade ist ja keine Sau in der Nähe. Ist zwar gerade ein Risiko, beide Kommandooffiziere mitzuschicken, aber es ist so besser, weil der Kapitän hat das Navigationsperk und der Max Leis braucht die Erfahrung. So. Und danach kann man den Michael Knott zum Sprengen mitnehmen. Oder soll ich den Michael Knott erstmal lassen? Wollen wir stattdessen den Opa Hans mitnehmen, weil er Englisch spricht? Wir nehmen erstmal zum Feststellen, was da los ist, schicken wir erstmal unsere wichtigen Leute rüber. Genau. Im Zweifelsfall gehen wir zum Sprengen nochmal drauf. Zum Sprengen und oder Plündern, das weiß man ja nicht. So, fragt auf Deutsch direkt. Fragen Sie den Captain nach den Frachtpapieren. Steuert ein Schiff von Hafen von Vigo an. Am Arsch. Fährst du nach Vigo? Wirklich, du fährst nicht nach Vigo. Transportiert medizinische Versorgungsgüter. Okay. Die Dokumente sind falsch, Navigator. Es scheint tatsächlich rein, dass der Kurs richtig ist. Der Kurs ist nicht richtig, wenn du nach Vigo willst. Steuerst doch viel zu weit nördlich. Scheint recht zu haben. Belassen wir es. Das möchte ich jetzt aber mal sehen. Er fährt doch niemals nach Vigo. Vigo ist hier unten. Da unten ist Vigo. Und er ist da oben. Wie soll er denn, wenn er einen Kurs von 80 Grad hat und nach da will, den unteren Punkt erreichen? Das ist doch Schwachsinn. Was erzählt mir das Spiel denn da? Dann suchen wir mal in den Frachtraum. Das ist Schwachsinn. Das stimmt nicht, was der da erzählt. So, aber immerhin 25 EP für unseren Offizier. Bei der Durchsuchung wurde nichts Verdächtiges gefunden. Anzeige der transportierten Güter, tatsächlich medizinische Versorgungsgüter. Treffen Sie den Kapitän in der Offizierskabine. Ja, Leute, jetzt bin ich mir nicht sicher. Das Spiel sagt mir, dass er recht hat. Trotz Navigator-Perk und allem. Trotz Navigator-Kenntnis. Aber ich behaupte, wenn ein Schiff, was da oben fährt, auch noch einen Kurs von 80 Grad oder was weiß ich, 70, 60 Grad, irgendwie sowas, einen Kurs auf die britischen Inseln hat, dann fährt er nicht nach Vigo. Weil Vigo ist hier im Süden. Von da aus gesehen, so. Schreibt's mal in die Kommentare, was würdet ihr machen? Würde mich mal interessieren, weil das ist jetzt sehr, sehr verwirrend, was das Spiel mir sagt und was eigentlich hier stattfindet. So. Okay, ich werde jetzt zum Boot zurückkehren, einfach weil das Spiel es eventuell so einprogrammiert hat, dass ich dann eins auf den Deckel kriege, weil er ja gesagt hat, so bla bla bla. Deswegen werde ich da jetzt nichts machen, aber ich behaupte mal, dem Kurs zufolge, den er eingeschlagen hat, muss ich ihn eigentlich lang machen. Punkt. Ich glaube immer noch, dass er ein Schmuggler ist. So. Davon abgesehen. Ich glaube immer noch, dass er ein Schmuggler ist. Ich glaube nicht, dass das ein echter Portugiese ist. Sonst dürfte er gar nicht hier sein. Sonst müsste er einen viel südlicheren Kurs haben. Ja. Dude. Dann werde ich hier einen Cut machen. Genau, er dampft jetzt schon davon und ich hasse es, ihn fahren zu lassen. Ich glaube, er ist ein getarntes Schiff, aber ja, gut. Kannst du nicht beweisen? Mir wurde gerade gesagt, dass er recht hat mit seinem Kurs, also zumindest, ne? So. Deswegen Optionen haben wir alle durchgeklickt. Ich verstehe das nicht, wieso das jetzt gerade so passiert ist. Irgendwie habe ich dann doch Schmerzen mit, dass es so ist. Aber gut, dann machst du nicht dran.
Erstmal bedanke ich mich fürs Zusehen, wünsche euch einen absolut herrlichen Abend. Bleibt mir gern treu, empfehlt mich weiter. Nächstes Mal, boah, ich fahre jetzt hier noch so ein bisschen Patrouille rum, mal schauen, ob ich mal was, ein bisschen was mehr als nur einen einzelnen Frachter finde, sondern vielleicht mal ein kleiner Geleitzug, der wäre noch ganz schön, weil wir haben noch ein paar Torpedos an Bord. Bis demnächst. Tschüss.